Ja, 3 Tage nach dem Terroranschlag in Hanau ist in Stuttgart auf das Fenster einer Shisha-Bar geschossen worden. Genauer gesagt wurden am Samstag Schüsse auf 2 Fensterscheiben eines Gebäudekomplexes abgegeben, in dem sich unter anderem eine Shisha-Bar befindet. Die Täter sind bisher unbekannt. Genauso die Motive dieser Täter, weshalb jetzt der Staatsschutz ermittelt und die Ermittlungen übernommen hat. Das war aber nicht der einzige Angriff auf eine Shisha-Bar am vergangenen Wochenende. Auch im sächsischen Döbeln gab es einen Angriff in der Nähe einer Shisha-Bar und eines Dönerimbisses. Am frühen Freitagmorgen waren ein Brand im Schuppenanbau eines Mehrfamilienhauses sowie im Keller eines benachbarten Hauses ausgebrochen. Aufgrund der räumlichen Nähe könnte jetzt nun ein politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden, sagte ein LKA-Beamter, LKA-Sprecher. Innerhalb der letzten 4 Monate gab es demnach mehrere rechtsterroristische Anschläge. Eine rechtsterroristische Gruppe wurde vor wenigen Tagen hochgenommen und dazu ja die alltägliche rechte Gewalt, die häufig unter dem Radar der Öffentlichkeit abläuft und sich unter anderem gegen Shisha-Bars und ihre Besitzer und BesucherInnen richtet. Ich habe nun den Journalisten und Autor Andreas Speit am Telefon, der zu Rechtsterrorismus und Neonazismus arbeitet. Hallo, Herr Speit. Einen schönen guten Tag. Herr Speit, innerhalb weniger Tage kam es zu mehreren Angriffen auf Shisha-Bars. Die Hintergründe sind noch nicht wirklich bekannt. Dennoch, was zeigt denn diese Angriffe Ihrer Ansicht nach, beziehungsweise wo bestehen da die Zusammenhänge zwischen diesen Angriffen? Ja, bei Ihrer Auflistung habe ich automatisch gedacht, naja, wir müssten die gleich weiterführen. Wir haben in Niedersachsen einen Brandanschlag vor kurzem gehabt und wir haben einen Anschlag in Bremen gehabt, auch einen Brandanschlag. Wir erleben einfach, dass die gesamte rechte Szene sich im Aufwind fühlt. Und das hat meines Erachtens zwei Gründe. Der eine Grund ist die gesamte Rechtsentwicklung in der Mitte der Gesellschaft. Hier fühlen sie sich jetzt bestätigt in ihren Annahmen und glauben, handeln zu können im Volkesgeiste sozusagen, wie sie das dann selbst formulieren würden. Und das zweite ist tatsächlich aus ihrer Ideologie heraus begründet, dass sie ernsthaft der Meinung sind, dass die Eliten in Wirtschaft und Medienpolitik daran arbeiten würden, die ureigene Bevölkerung auszutauschen. Und wenn sie das jetzt nicht stoppen, würde jetzt in ihrer Logik gesprochen die biologische Substanz des Volkes verloren gehen. Und diese beiden Punkte pushen offensichtlich die Szene so hoch, dass sie wirklich denken, jetzt muss dringend gehandelt werden und jetzt haben wir auch sozusagen die gesellschaftliche Legitimation. Und in dem Zusammenhang ist auch wirklich dramatisch festzustellen, dass in den letzten Monaten wirklich die Straf- und Gewalttaten offensichtlich wieder steigen und eben auch längst die Hemmschwelle überschritten worden ist, dass man eben doch überlegt, Anschläge in größerer Art zu verüben. Ja, nach dem Anschlag in Halle sind ja jetzt nun vor allem Dönerläden und Shisha-Bars Ziele von vermutlich rechten Anschlägen geworden. Dönerläden oder Dönerimbisse sind ja schon lange zielrechte Anschläge. Was für eine Kontinuität sehen Sie denn da? Ja, wir erleben wirklich die massive Anfeindung und tatsächlich jetzt auch die Hinwendung der Entdeckung der weichen Ziele, wenn man das jetzt mal so taktisch sagen darf. Das sind natürlich Ziele, die so gut wie gar nicht geschützt werden und damit ist auch die Form des maximalen Terrors gegeben. Ich glaube, dass viele Menschen, die Shisha-Bars besuchen oder Dönerläden gerne besuchen, jetzt eigentlich wissen, sie sind potenziell gefährdet. Und genau das wollen sie ja bewirken mit solchen Anschlägen, dass man eben verunsichert ist und dass man Angst hat. Und das ist eben auch ein Element des Terrors. Und ich glaube, das sollte auch nicht unterschätzt werden, dass wir hier wirklich erleben, dass versucht wird, durch solche Anschläge eine Gesellschaft zu spalten und zu verunsichern. Und so dramatisch das klingt, es trifft eben nicht nur die Menschen, die ermordet worden sind, sondern es trifft eben auch alle, die zu dieser Gruppe gehören. Und ich glaube auch, das ist eine der schlimmen Erfahrungen, die wir nach dem NSU-Verfahren bemerkt haben, dass die Betroffenen der Gewalt sofort wussten, dass sie gemeint waren, nur die Sicherheitsbehörden es nicht gleich wussten und die Medien es auch nicht gleich wussten. Und wir haben sie auch gerade aktuell in Hanau auch wieder erleben dürfen. Dort wurde dann ja auch erst gleich von Schießer-Bar-Angriffen gesprochen, anstatt gleich zu sagen, könnte das ein rassistisches Motiv haben. Also da hat man wirklich gemerkt, wie wenig vom NSU gelernt worden ist in den Medien. Ja, seit diesem NSU-Komplex gibt es ja daran Kritik, wenn Ermittlungen dahin laufen, dass zunächst erstmal davon ausgegangen wird, dass es sich um Kriminalität innerhalb der betroffenen Community handeln könnte. Inwiefern schreibt sich denn diese Ermittlungsarbeit dennoch fort? Ja, man hat es in der ersten Welle der Berichterstattung zumindest gemerkt, dass das nicht so aufgearbeitet ist in den Medien.
Bei den Behörden hatte ich dieses Mal das Gefühl, dass sie da vorsichtiger waren. Man muss auch wirklich sagen, es gibt natürlich auch Tendenzen des Umdenkens innerhalb den Behörden. Es gibt auch Umstrukturierung innerhalb der Sicherheitsorgane. Aber ob die analytisch so weit greifend sind, da bin ich ein bisschen zurückhaltend. Aktuell wird ja sehr positiv aufgegriffen, dass sie die sogenannte Gruppe S frühzeitig gestoppt haben. Das waren 13 Rechtsextremisten verschiedenster Ausrichtung, die sich zusammengefunden hatten und geplant haben, an einem Tag 10 Anschläge in 10 Moscheen zu verüben, um in der Hoffnung daraus sozusagen einen Bürgerkrieg entstehen zu lassen. Das Konzept ist das Konzept der Radikalisierung einer Gesellschaft, das in rechtsextremen Kreisen sehr gerne verbreitet wird. Aber wie es scheint, ist das gar nicht so ein großer Ermittlungserfolg der Sicherheitsbehörden, dass das aufgeflogen ist, sondern schlicht und einfach, eine der Personen war ein Spitzel und hat sozusagen den Tipp gegeben. Und ich befürchte sogar, wenn man den aktuellen Nachrichten glauben darf, dass das noch zu einem großen Problem werden könnte, weil dieser Spitzel hochkriminell war und eigentlich nicht als V-Mann oder als Spitzel geführt hätte werden dürfen. Ja, Sie haben diese Gruppe erst angesprochen. Innerhalb weniger Monate kam es ja zu rechten Anschlägen mit Todesopfern, so wie es ja auch von der Gruppe S geplant war. Diese Gruppe S wurde ja hochgenommen und es fielen unter anderem hier auch in Halle Schüsse auf Abgeordnetenbüros wie auf das Büro von Karamba Diaby. Jetzt nun vermehrt auf Shisha-Bars, Dönerläden wurden angezündet, Moscheen wurden angegriffen und es scheint, als würden sich diese Zeiträume, in denen diese Taten verübt werden, immer sich weiter verknappen. Des Weiteren kommt es mir so vor, als würden sich rechtseingestellte bis rechtsextreme Menschen, die vorher unorganisiert waren, bestärkt fühlen, solche Taten nachzuahmen, zu imitieren. Wie blicken Sie denn da drauf? Entwickelt sich da so eine Nachahmerschaft? Ja, und diese Nachahmerschaft ist international und global vernetzt. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Wir haben natürlich Tätergruppen, um es ganz deutlich zu sagen, die so aus dem klassischen Milieu kommen, also beispielsweise diese Gruppe S. Das sind Personen, die in der rechtsextremen Szene offensichtlich aktiv waren, zumindest einige wissen wir es schon jetzt ganz genau, und die sich dann quasi in den sozialen Netzwerken zusammengefunden haben und dann übergegangen sind auch zu realen Treffen und dann auch zu konkreten Planungen offensichtlich. Das ist so ein Täterprofil oder Tätergruppenprofil. Ein neues Tätergruppenprofil ist tatsächlich derjenige Einzeltäter vermeintlich, der sich zu Hause radikalisiert in den sozialen Netzwerken, auch in der Gamer-Community beispielsweise, und dann sozusagen in der Auseinandersetzung mit den Mitstreitern dort in den sozialen Netzwerken mehr und mehr den Weg hin zu einer aggressiven Tat bis hin zu einem Attentat dann plant und vorbereitet. Und das dann eben auch begleitet mit einem Livestream, wie wir es in Halle erlebt haben, mit dem gleichen Moment dann ein Pamphlet online zu stellen, wie es auch schon andere Attentäter beispielsweise weltweit getan haben. Das ist quasi der neue Tätertyp, wobei ich wirklich sehr vorsichtig sein möchte mit der Formulierung, dass das ein Einzeltäter ist. Er schlägt alleine zu, ist aber komplett eingebunden in den sozialen Gemeinden, die er in den sozialen Netzwerken gefunden hat. Und durch den Livestream versucht er ja auch sozusagen die Gemeinde mitzunehmen. Also so einzeln ist der Täter dann eben nicht. Ich betone das, weil es auch für die Ermittlungen dringend geboten ist, hier dann auch sich diese Netzwerke anzugucken. Und hier befürchte ich aber auch, wie beim NSU, dass man eigentlich die Vernetzungen der Szenen leider nicht so massiv verfolgt, wie man es verfolgen müsste, um wirklich erfassen zu können, wie diese Strukturen und diese Personen sich radikalisieren. Im Zusammenhang mit so derartigen Vorfällen, Sie haben von einem Netzwerk gesprochen, wird in der Berichterstattung in Bezug auf diesen gesamten Rechtsterrorismuskomplex oft von dem sogenannten Tag X gesprochen, oder es ist zumindest viel von diesem Tag X zu lesen. Was hat es denn damit auf sich und was glauben Sie, dass jetzt zunehmend militante oder gewaltbereite Neonazis ihre Zeit gekommen sehen? Ja, das ist zu befürchten. Und wir wissen eben ganz genau, es wird mittlerweile eben auch geschossen, und das schon seit Längerem. Wir müssen mittlerweile sagen, es gibt über 200 Tote durch rechtsextreme oder rassistisch motivierte Gewalttäter. Und es ist wirklich ein bisschen erschütternd, wenn dann gerade nach Hanau als erstes dann die Meldung aus den Sicherheitsorganen kommt, dass sie jetzt befürchten, dass es einen Anstieg von linker Gegenwehr geben könnte, wo man wirklich die Verzerrung der Wahrnehmung wiederfindet. Tatsächlich befindet sich eigentlich eher die rechtsextreme Szene
Szene in Gänze schon in einer Form, wie Sie das selbst immer wieder sagen, vor einem Bürgerkrieg. Und das wird sowohl in den intellektuellen Kreisen hart diskutiert, also auch um dem Institut für Staatspolitik, dem neurechten Institut schlechthin in der Bundesrepublik, kursiert schon lange der Begriff des Bürgerkrieges oder der Vorbürgerkrieg, wo sie auch offensichtlich gedanklich mitspielen. Und dann gibt es eben auch das militante Spektrum, was denkt, wir sind eigentlich schon im Bürgerkrieg und wir legen jetzt los. Und dieses Loslegen, das sei nochmal als ein dritter Tätertyp erwähnt, haben wir ja auch erleben können von vermeintlich unbescholtenen Personen. Wir haben einen Brandanschlag gehabt in Schleswig-Holstein beispielsweise, wo jemand, der ein Steuerbeamter gewesen ist, sich so in Rage geredet hat, also quasi ein Wutbürger war, der nachher dann zum Tatbürger wurde, weil in seine schönen noblen Viertel 5, 6 Flüchtlinge hinziehen sollten, dort er tatsächlich in das Haus einen Brandanschlag, verübte. Und da sieht man wirklich, wie militant mittlerweile insgesamt dieser gesamte Diskurs geworden ist. Ja, zu Hanau wurde ja breit berichtet in den Medien. Wenn es jetzt aber nun um die fast alltägliche rechte Gewalt geht, sind Meldungen nicht mehr so breit zu finden. So wurde über den Brandanschlag in Döbeln und die Schüsse auf eine Shisha-Bar in Stuttgart nur im Kontext von Hanau berichtet. Die Angriffe auf Moscheen sind wiederum häufig nur Randnotizen. Und daher rührt meine Frage, wie bewerten Sie denn als Journalist die Sensibilität der medialen Öffentlichkeit gegenüber rechter Gewalt? Also stimmt mein Gefühl, dass die vielen rassistischen Angriffe und Brandanschläge kaum medial wahrgenommen werden? Ja, diese Tendenz ist tatsächlich gegeben und ich befürchte, das hat einen ganz nüchternen Grund. Statistisch gesehen, aus den Zahlen von 2018 abgeleitet, weil die von 2019 noch nicht gänzlich vorliegen, aber statistisch gesehen für das Jahr 2018 finden täglich 50 rechtsextreme Straf- und Gewalttaten statt. Und sie finden in den Medien kaum noch Widerhall. Und ich kann da leider nur sagen, das hat damit zu tun, dass wenn man das in Redaktionen vorschlägt und die Personen nicht gerade, die dann betroffen sind, vielleicht in irgendeiner Form bekannt sind oder die Tat nicht irgendwie schrecklich brutal war oder irgendein anderes neues Merkmal in Häkchen dazukommt, heißt es eigentlich in den Redaktionen, und was ist die News? Die deutsche Normalität führt dazu, dass über die deutsche Normalität nicht berichtet wird, um es ganz deutlich zu sagen. Und das ist eine fatale Wirkung, weil damit natürlich auch die Wahrnehmung völlig verzerrt ist. Und ich befürchte auch, das ist auch einer der Gründe, warum wir eben wirklich einer Form von Empathie und Solidarität gegenüber den Betroffenen das dann wirklich immer nur noch bei den ganz schlimmen Taten erleben, aber die alltäglichen Auseinandersetzungen so gut wie gar nicht in Form von Solidarität oder Empathie sich widerspiegeln. Die Menschen werden alleine gelassen, um es deutlich zu sagen. Ja. Um das zu ergänzen, im Nachrichtengeschäft ist ja auch eine gewisse Abhängigkeit von aktuellen und immer neuen Meldungen gegeben. Also quasi die mediale Aufmerksamkeit ist häufig eine sehr kurze, außer es passieren, wie Sie gesagt haben, sehr einschneidende Ereignisse wie Hanau oder Halle oder andere Ereignisse. Wozu führt denn diese Schnelllebigkeit im Journalismus, wenn es etwa um rechte Gewalt, Rassismus, Faschismus und so weiter geht? Wie blicken Sie denn da als Journalist drauf? Naja, es ist festzustellen, dass wir dann eigentlich auch immer die gleichen Reaktionen erleben. Es wird dann schnell berichtet über den Täter, wenn es gut geht, hoffentlich auch über die Hintergründe der Opfer und den Familien. Und dann erleben wir immer wiederkehrende gleiche Diskussionen, weil es eben keine Kontinuität der Debatte um rechte Gewalt gibt. Und das ist wirklich ein Phänomen, was eben auch dazu führt, dass man merkt, dass in der Form der Abwehr des rechten Terrors und der Prävention gegen rechten Denkens wir uns ja immer so eine Art Welle bewegen, wo immer wieder das gleiche neu diskutiert wird und die Erkenntnisse, die da sind, wabern nicht mit, sondern werden vermeintlich neu entdeckt. Und das ist wirklich ein Phänomen bei diesem Thema rechte Gewalt, weil man dann auch immer wieder erlebt, dass man einerseits hilflos ist und dann neue Vorschläge, die aber alt sind, neu diskutiert werden. Und wir erleben einfach keine Kontinuität der kritischen Auseinandersetzung zum Thema rechten Terrors, was zur Folge hat, dass eben auch der rechte Terror immer so als ein Aufploppen wahrgenommen wird und gar nicht die Kontinuität, die es seit 1945 gibt. Und das ist auch ein Phänomen, was man dann eben auch in der Missachtung der Opfer sieht, weil man sie einfach vergisst.